Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Ja, das wird eine richtig, richtig coole Folge, denn wir haben hier das Pokalspiel gegen Union Berlin. Zweite Runde im Pokal, DFB-Pokal wird absolut crazy. Ja, Union Berlin ist so eine Mannschaft, die könnten wir sogar schlagen. Die waren ja letzte Saison in unserer Liga, in Liga 2. Und ja, das ist absolut nichts Undenkbares. Das ist was Mögliches, die zu schlagen. Und ich bin echt gespannt, was das wird. Natürlich wird es eine schwierige Aufgabe, aber wie gesagt, wenn wir uns reinhängen, ist es gar nicht so unrealistisch. Was noch ansteht, ist danach das Spiel gegen Darmstadt. Und Darmstadt auf Platz 16. Wir aktuell auf Platz 5, müssen aber natürlich, ihr wisst es, in der zweiten Liga ist jedes Spiel schwierig, wir müssen um alles kämpfen, wird ein hartes Spiel. Die Tabelle, habe ich mir jetzt so ein bisschen angeguckt, ist tatsächlich gar nicht so scheiße, also wir sind mit 20 Punkten auf Platz 5, vielleicht 6, je nachdem was dann Pauli hier in dem nächsten Spiel macht, und haben an und für sich ja nur 5 Punkte nach oben auf Platz 1, aber doch 10 Punkte bis runter auf Platz 15 oder 16. Also das ist schon ganz angenehm eigentlich, die Position in der echten zweiten Liga ist das alles ein bisschen enger beieinander. Aber gut, das soll uns nicht irgendwie krass beeinflussen, denn ja, schwierig ist es auf jeden Fall. Schwierig ist es, schwierig wird es sein und bleiben. Ich bin gespannt, wir starten jetzt erstmal rein gegen Union Berlin, das wird schon hart genug. Weil das einige immer wieder fragen, ich spiele auf Ultimativ. Was ich hier noch nicht hinbekommen habe auf der auf dem PC, das mit den Tor-News, dass die Einblendungen kommen. Das kann man auf der Playstation ganz locker machen, indem man einfach die Kommentatoren auf Englisch stellt. Hier auf dem PC funktioniert das nicht, weil ich die Kommentatoren nicht auf Englisch habe. Ich glaube, da muss ich mir irgendwas Besonderes runterladen oder so. Könnt ihr mir aber gerne reinschreiben, falls ihr das wisst. So, das wird ein spannendes Spiel. Also auf Ultimativ war es schon die letzte Folge spannend. Könnt ihr mal rechts oben beim i vorbeischauen. Da war schon die letzten Folgen immer spannend. Also und auch absolut realistisch. In der vorletzten Folge haben wir 2 Spiele verloren. In der letzten Folge 2 ganz, ganz knapp gewonnen. Echt realistische Spiele, muss ich echt sagen. Und dementsprechend hart wird das hier gegen Union Berlin. Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach nur noch Angst. Aber auch Hoffnung natürlich, dass es dann doch irgendwie klappen kann. Ich bin gespannt. Schauen wir einfach mal. Hilfe. Leute, ich habe aber noch was Kleines anzukündigen. Dafür spiele ich mal kurz was ein. Stopp! Du hast Bock, gegen mich FIFA oder PES zu zocken, beziehungsweise mit mir aufzunehmen? Dann hast du Glück, denn ich plane ein Adventskalender-Community-Projekt, wo ich 24 Tage gegen euch zocken bzw. mit euch aufnehmen werde. Dafür musst du dich einfach bei Instagram bei mir bewerben. Mein Instagram ist hier eingeblendet, mike_let's_play. Dort musst du mir dann Minimum 1, höchstens 3 Audios senden, wo du einfach ein bisschen was über dich erzählst und auch vielleicht dein Equipment, was für ein Mikrofon du hast, ob du vielleicht einen YouTube-Kanal hast oder einfach nur so gegen mich zocken möchtest. Einfach was ihr wollt und dann nehmt ihr quasi schon teil und ich werde mich dann bei euch melden. Wäre cool, ich würde mich freuen. Ein paar Plätze sind noch verfügbar, beeilt euch, die gehen schnell weg, 24 Leute nur. Ich bin gespannt und freue mich auf euch. Bewerbt euch, let's go! Ja, da könnt ihr euch super, super gerne bewerben. Das heißt, entweder, falls ihr FIFA auf dem PC habt oder eine PlayStation 4. Eine PlayStation 4, da braucht ihr kein FIFA, ihr braucht kein PES und könnt beides trotzdem mit mir spielen. Also sowohl PES als auch FIFA. Ihr braucht nur eine PlayStation 4, natürlich PlayStation Plus. Das sollte aber, denke ich, ganz klar sein. Mich würde es unglaublich freuen, wenn ihr euch da bewerben könntet. Es sind nämlich noch ein paar Plätze frei und ich würde die gerne schnellstmöglich füllen. Also einfach mal bewerben, wird richtig, richtig cool. Ihr braucht dafür nur ein Headset und wie gesagt, entweder PC plus FIFA oder halt eine PlayStation. Ja, dann passt die Sache. Es haben auch viele Leute gefragt, ob sie da irgendwie ein Mikro brauchen oder so. Nee, also ein Mikrofon ist natürlich geil, wenn ihr sowas habt, aber es reicht auch ein ganz, ganz einfaches Headset. Dann können wir hier schon ganz cool miteinander ein Video aufnehmen, was halt echt richtig, richtig nice ist, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ja,
Das Spiel ist ganz verrückt. Also, ich habe mir von den Union-Fans ein bisschen mehr erhofft. Also, da hat EA nicht so richtig gute Arbeit geleistet. Das sind natürlich krasse Fans und die hört man eigentlich gar nicht hier. Also, ganz, ganz komisch. Kann vielleicht auch daran liegen, dass das Spiel so lala ist. Ja, war aber auch irgendwo zu erwarten. Also, man sieht hier null Schüsse vom Bein. Ich kann halt nichts reinschneiden davon, dass wir gefährlich werden, weil wir es absolut nicht sind. Beide Mannschaften, aber beide sehr vorsichtig, sehr ängstlich irgendwo auch. Beide wollen nicht viel riskieren, machen das beide auch sehr gut in der Defensive. Spielen, einmal spielen wir viel mit dem Ball darum, einmal spielen die ein bisschen mit dem Ball hin und her. Ich bin mal gespannt, wie weit das hier geht, ob das nicht sogar ins Elfmeterschießen geht. Wir haben jetzt mal, glaube ich, die erste Chance, aber ja, nicht perfekt ausgespielt. Wäre natürlich irgendwo lustig und geil und auch ein Krimi und spannend, wenn das hier bis ins Elfmeterschießen gehen würde. Dennoch würde ich das Spiel natürlich nicht aus dem Grund aus der Hand geben, sondern ich will hier alles geben und vielleicht sogar für mich entscheiden. 1:0, Harvard Nielsen. Yes! Jawohl! Das ist schon mal geil. Jetzt ist schon mal eine andere Situation. Redondo mit einer wunderbar schönen Flanke auf Harvard Nielsen, der sich da ein bisschen aus der Drehung den Ball schnappen muss, aber ihn trotzdem reinmacht. Richtig, richtig nice. 1:0, wir führen in der 55. Spielminute und jetzt ist es ein ganz anderes Spiel. Schöner Pass auf Redondo, der hat da oben Platz. Der hat da oben Platz. Union Berlin zieht es auseinander und das ist das 2:0. Harvard Nielsen zum zweiten. Yes! Fucking yes! Wir können da Union Berlin auseinanderziehen. Es ist so viel Mittelfeldgerangel und was auch immer. Aber jetzt müssen sie natürlich alles geben und da kommen wir in so einen Konter rein und haben dann den Platz vorne. Extrem, extrem geil. Oh! Schwacher Schuss. Alter. Das war die erste Chance für Union Berlin und der Kopfball war ganz, ganz crazy, verunglückt. Boah. Wenn der Pass durchkommt, ei, dann steht es hier auf jeden Fall 2:1. Würde wahrscheinlich nicht mehr so viel ausmachen. Das sieht nämlich schon sicher aus, das Ergebnis. Ich will nichts sagen, aber es sieht schon so ein bisschen sicher aus. Aber wir verteidigen das auch gut, also haben das dann auch diese brenzliche Szene unterbunden. Das soll es eigentlich gewesen sein. Die Fürther Kleeblatt-Fans können sich freuen, noch eine Runde weiter im DFB-Pokal. Es sind nur noch 30 Sekunden, die Kamera geht schon aus, die verabschiedet sich schon. Es ist vorbei. Yes! Es ist vorbei, wir haben es tatsächlich geschafft. Zwei defensiv starke Mannschaften. Und wir haben das 1:0 machen können. Dadurch musste Union Berlin sich ein bisschen öffnen. Wir machen das 2:0. Spiel kann auch anders ausgehen. Wir haben es geschafft, 2:0 zu gewinnen. Ich bin absolut zufrieden. Mega. So, die Kamera ist wieder an. Man sieht's hier. War nicht unverdient. War ein enges Spiel, aber wir haben es dann letztlich doch geschafft. Wir gehen ins Interview rein. Wäre eigentlich cooler, wenn es so eine Abschlusspressekonferenz gäbe, anstatt so ein Interview, aber ist egal. Er sagt, dass das ein müheloser Sieg war und wir daher dann in der nächsten Runde sind. Also, ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Um den Titel geht es mir natürlich auf jeden Fall nicht. Ja, wir haben Gas gegeben, wir haben es probiert, wir haben es geschafft. Nielsen hat 2 Tore gemacht und den Sieg nach Hause geholt. Ihr Kommentar zu ihm, grandioser Auftritt von ihm. Ganz, ganz stark. 2:0, ein überzeugender Sieg. Wie zufrieden sind sie mit dem Auftritt des Teams? Ich bin sehr zufrieden. Ich konzentriere mich auf das nächste Spiel. Bin sehr zufrieden, wir haben das Ziel erreicht, Punkte geholt. Ja, man merkt schon diese
Satze sind standardmäßig hier drin. Wir sind natürlich eine Runde weiter, haben hier keine Punkte geholt, aber mega, mega, mega. Leute, schade, dass es keine so eine Auslosung gibt wie bei Football Manager oder ähnlichem, aber wir gucken mal, wen wir als nächsten Gegner haben. Ja. Alter. What the fuck? Borussia Dortmund. Ah, Bullshit. Das ist absolut schwierig. Steht auch nicht da, ob's Heim oder Gast ist. Das wird absolut schwierig. Mein Gott, wir haben in echt hat Fürth schon gegen Dortmund ein paar Mal im Pokal ziemlich knapp gespielt. Aber ja, ich mal mir da jetzt nichts aus. Fuck. Das ist nicht dein Ernst. Branimir Hrgota, in echt meiner Meinung nach einer der besten aktuell bei Fürth, hat sich den Zeh gebrochen, 6 Wochen wird er ausfallen. 6 Wochen. Okay, dann nehmen wir Stefaniak da rein und Omladic bleibt mal auf der Auswechselbank dann und wir packen einfach mal Mohr wieder rein anstatt Redondo und speichern das dann mal so ab. So, wir sind zu Hause. Täumne will ich auf jeden Fall hören. Haben wir gerade nicht gehört, weder von Union noch von Fürth. jetzt können wir sie hören, von uns zumindest. Und von uns will ich sie auch hören, ein paar Mal. Naja, wobei 1-0 würde mir auch reichen. Aber ich will auf jeden Fall gewinnen, das wäre auf jeden Fall wichtig. In echt hat Fürth richtig abgeräumt, 3-1. Da war ich nicht im Stadion. Es ist mir jetzt ein bisschen zu kalt, Leute. Also, wenn es wieder wärmer wird, wieder ein bisschen Richtung, weiß ich nicht, Februar oder so, dann werde ich auf jeden Fall wieder gehen. Oder vielleicht auch zum Derby, das weiß ich noch nicht genau, ob ich da Lust drauf habe. Gucken wir mal, aber jetzt ist mir ein bisschen zu kalt eigentlich. Die Jahreszeit, da gehe ich nicht mehr ins Stadion, aber das 1-0 fällt hier. Hier in diesem Stadion in FIFA fällt es, das 1-0. Daniel Gaiter-Ruel. 5 Minuten, glaube ich, nicht mal. Krass ist das denn. Alter, ich krieg hier 1000 Nachrichten. Crazy. Hier. Träumende habt ihr gehört, lang genug jetzt. Jetzt geht's weiter. 5 Minuten, ey, krass, schon 1-0. Heftig. Und die nächste Chance, Stefaniak. Alter, nach dem neuen Patch sind wir ja richtig krass. Und die nächste Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob das flach besser gewesen wäre, aber ich glaube, dann wäre er nicht mal angekommen. Hoch ist er angekommen, aber dann war er halt schwierig zu verarbeiten. Ah, Nielsen, der war ganz schlecht. Aber wir haben hier im 3-Minuten-Takt Chancen. 3 Minuten hier in FIFA, das ist schon krass. Und jetzt gibt's mal auf der Darmstädter Seite eine Chance. Torwart faul, also an den Torwart, gelbe Karte auf jeden Fall. War auf jeden Fall verrückt. Verrückt. Alter. Meiner stirbt erstmal. Das ist jetzt nicht so geil. Boah. Den Torwart rausgeholt, weil ich dachte, der kommt da ran, aber das war null der Fall. Jawohl, Nielsen kann sich da durchsetzen, spielt den perfekten Pass auf Stefaniak und dann ist es wieder das zweite Tor. Nice. Überfallartig gegen Darmstadt hier. Jetzt schon 2-0, was ist denn da los? Schwierigkeitsgrad habt ihr sogar gesehen auf Ultimativ. Also mehr anpassen kann ich ja gar nicht. Ah, das war gut. Ich habe ihn da unten gesehen, dass er da noch mitläuft. Der Ball kam auch an. Das ist ja bei den Fürthern auch immer so eine Sache hier in FIFA. Die Attribute sind ja nicht so gut. Dann drückst du auf Passen und der Pass kommt irgendwie ganz krumm an. Aber ja, der kam perfekt und das ja, war dann ein Tor. Siehst du, das meine ich.
Ah, in der Mitte waren zwei Leute und ich den Kackball nicht in die Mitte gebracht. Dreck. Oh. Halbzeit. 2:0. Wir sind auf jeden Fall besser. Das 2:0 kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ein verdientes Ergebnis. Aber auch richtig gut tut das. Wir verteidigen irgendwie so gut heute. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, Mann. Er hat mich geblockt. Dieser Hund. Julian Green, ich hab schon lange gedrückt. Oh, der Laufweg, das war so gut, aber er war so schnell, dass es dann ein bisschen zu lang gedauert hat, alles. Schade. Boah, lol, Wittek, was war das denn? Den haben wir eingekesselt, der Schiri winkt aber schon mit seiner Fahne da unten. Wie so ein Bekloppter. Oh je, sauer. Es war knapp, aber auch nicht schlecht. Aber Darmstadt kommt jetzt nochmal. Also, ich habe jetzt wenig hier auch wieder zum Reinschneiden gehabt. Aber man muss echt sagen, dass wir in der zweiten Hälfte ja nicht mehr viel zu melden hatten. Darmstadt war auch jetzt nicht die Übermannschaft. Aber ja, so insgesamt war es überhaupt nicht mehr dominant. Beide hatten so ein paar kleine Chancen. Darmstadt fast ein bisschen besser. Insgesamt bleibt es dann beim 2:0. Und das ist absolut verdient. Wir hätten in der ersten Halbzeit auch noch mehr machen können. Haben wir nicht gemacht. Ist absolut nicht schlimm. Stuttgart gewinnt 5:1 gegen Dresden. Das kann man auch mal machen. Wir gehen ins Interview. Zunächst mal danke, dass ihr direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen seid. Mach ich immer wieder und mach ich immer wieder gern. Vorher gingen alle davon aus, dass sie auf Augenhöhe mit Darmstadt sind. Ja, hatten sie andere Erwartungen? Ich weiß es nicht. Das hätte auch anders ausgehen. Gerade Fürth gewinnt immer. ja, das hätte einfach anders ausgehen können. Also, ja, also es ist, ja. Ich meine, in echt hat Gordon Fürth auch überraschend, meiner Meinung nach, 3:1 gewonnen. Und hier war es jetzt ein bisschen vorhersehbarer, weil wir ähnlich wie die echten Fürther spielen, von den Ergebnissen her zumindest. Wir haben die zweite Hälfte gesehen, ja, um ehrlich zu sein, die zweite Hälfte war kacke, aber gut. Ja, es war trotzdem ein guter Auftritt, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben nichts mehr zugelassen, so richtig gefährlich wurde Darmstadt auch nicht. Ja, hier wie gesagt, also wir haben die ähnlichen Ergebnisse wie für den echt und dementsprechend war es dann vorhersehbar, dass wir vielleicht auch hier gut spielen könnten, eventuell. Darmstadt hier in der Tabelle auch ganz weit unten, also ja, wir haben unser Spiel gemacht und deswegen haben wir hier auch gut durchkombiniert, deswegen hat die Taktik von ihm nicht so viel gespielt, so eine große Rolle war es auf jeden Fall nicht. Naja, nichtsdestotrotz, guter Sieg, zwei gute Siege, beide mit 2:0, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich kann mal kurz vorspulen bis zum nächsten Spiel. Da können wir uns dann gleich mal die Tabelle nochmal angucken hier. Also wir halten uns auf Platz 5, auch ganz gut. In der nächsten Folge wird es ziemlich kritisch. Wir haben das Spiel gegen Sandhausen, das ist ja, in Ordnung. Fürth hat aber in echt da verloren. Ne? Und wie gesagt, die Ergebnisse immer relativ ähnlich. Ich bin gespannt. Und danach haben wir das Derby gegen den Club, gegen Nürnberg. Das wird absolut krank. Ich bin mega gespannt darauf. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit rein. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.